Ein Polizeieinsatz der etwas anderen Art. Aber pass auf, wo du hintrittst, weil hier das Polizeioberkommissar Andi und seine Kollegin Heike müssen eine Klapperschlange einfangen. Nach einem Anwohnerhinweis leiten die beiden eine Treibjagd ein. Komm mal zur Polizei! Vorsicht, hinter dir! Was? Kleiner Gag. Weißt du was? Deine Scheiß-Gags, die gehen mir echt auf den Sack. Ja. Ja, dann hier die Tupperdose und dann kannst du die gleich anfassen. Ich hab mich zu Tode erschreckt. Was soll denn der Kack? Heike. Jetzt gib her, ich Heike. Tue mir die Tupperdose. Ich hab Scheiße gebaut. Ja, ich auch. Was ist denn? Lass das doch. Ich bin draufgetreten. Ja, Witz, komm raus, du bist umzingelt, geht nicht, die Tür klemmt. Da kommt doch durch den Schornstein, geht nicht, da hängt der Witz von gestern drin. Jetzt hör mal auf hier. Da, die Schlange ist tot. Du bist der volle Wurst auf den Kopf. Ja, aber ich meine, so schlimm sieht das nicht aus, vielleicht kriegt man das wieder hin. Ich weiß nicht, kann man aus Schlangen, macht man da Suppe oder sowas? Oder Schuhe? Und du kleine, pack dich doch nicht am Kopf an, meine Herren, ey, wenn die noch zubeißt. Vielleicht so ein Reflex. Weißt du, so Hühner rennen ja auch mal ohne Kopf rum. Du bist einfach ein Trampel. Klapperschlangen sind wärmebedürftige Terrarientiere. In freier Wildbahn haben sie kaum eine Überlebenschance. So latschst du rum, den ganzen Tag, echt?